Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier beim Bombenräumkommando von Trudendörfel. Ihr seht dieses wunderschöne Büro, das wir hier bekommen haben. Ja, ich nehme die nächste Bombe. Wir sind jetzt... Oh, unser Schwierigkeitslevel steigt übrigens. Wir waren bei Basic und jetzt bekommen wir die Granatenbomben. Doch. Moderate. Ja. A hidden message. Information can be obscured in ways that are time-consuming to decode. In the world of bomb defusing, that's a bad thing. Also, wir haben 5 Minuten, 3 Module, 3 Strikes. Ja, das klingt machbar. Ja, es wird... Ja, es, glaub mir, das wird wahrscheinlich jetzt irgendwie ganz blöde werden. Okay. Und vielleicht brauchen wir wirklich einen zweiten Spezialisten irgendwie mit dabei. Okay. Ich starte die Bombe. Auf die Plätze. Ich gehe in den Raum rein und... Ja, das ist nur für mich sichtbar, ich weiß. So, aber ich bin eh so krank. Da können sie mich eh umbringen. Und... okay. Also, ich habe wieder einen Simon Says vor mir. Hier, dieses okay. Mit den 4 Farben. Du willst die Seriennummer haben. Ja, okay. Da ist kein Vokal. Ja, ich brauche die Seriennummer. Kein Vokal. R0M042. Rot blinkt. Okay. Rot blinkt, dann das Blaue. Okay. Nochmal. Das gleiche. Dann blau-blau. Okay, jetzt blinkt. Gelb. Okay, blau, blau, rot. Grün blinkt. Blau, blau, rot, grün. Okay, geschafft das Modul. Ich hab 3 Drähte, schwarz, blau, rot. Okay, 3 Drähte, schwarz, blau, rot. Modern das letzte. Okay, hat auch geklappt. Jetzt habe ich von mir ein Buchstabenfeld, 5 Buchstaben. Und ich kann sie hoch und runter stellen. Und es ist ein Submit-Button drunter. Ja, das ist das Passwort-Ding. Okay. Was muss. Sagen wir, was ich tun soll. Jetzt piepst irgendwas. Keine Ahnung. Hinten, das Simon Says hat gerade irgendwie. Okay, irgendein Wickel geht los. Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall so laut. Okay, ich denke, wir müssen uns irgendwie beeilen oder das. Jetzt ist er wieder weg. Krass. Okay. Was steht. Stehen da alles A's oder? Na, wart. Es sind Buchstaben. Ich sag dir, welche Buchstaben ich drin hab. Also, ich hab zur Verfügung C, H, also C wie Cäsar, H wie Heinrich, M wie Martha, L wie Ludwig, J wie Joachim, T wie Theodor. Was? Jetzt 4 Buchstaben. Licht aus im Raum. Oh, klasse. Scheiße, was? Also ich hab C wie Cäsar, H wie Heinrich, M wie Martha, L wie Ludwig, J wie Joachim und T wie Theodor in der ersten Spalte. In der zweiten habe ich zur Verfügung A wie Anton, G wie Gustav, U wie Udo, P wie Paula, J wie Joachim, S wie Siegfried und das war's. Also, scheiße, warte mal. Schreib dir die Buchstaben auf und guck, welches Wort bei dir passt, glaube ich. Ja, warte. Also nochmal. Die erste Spalte war... C wie Cäsar, H wie Heinrich, warte. M wie... Wir haben noch 2 H, M wie Martha, L wie Ludwig, J wie Joachim, L, T wie Theodor. Ja. Zweite Spalte. Ja, zweite. A wie Anton, G wie Gustav, ja. U wie Udo, ja. P wie Paula, ja. J wie Joachim, ja. S wie Siegfried und das war's. Brauchst du noch eine Spalte oder reicht dir das, ja, um die Kombination zu finden? Ja. Wie viele Wörter würden denn passen?
Nee, mal. Du, ich hab hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 1, 2, 3, 4, 5. Mal 5 Wörter, die ich zur Auswahl hab. Und wir haben noch eine Minute Zeit. Jetzt leuchtet ein rotes Licht. Ein rotes. Gib mir mal noch die nächste Spalte. Okay, K wie Konrad, V wie Viktor, T wie Theodor, ja. R wie Richard, H wie Heinrich, Z wie Zeppelin, K wie Konrad. Ja. Okay. Noch eins. Okay, G wie Gustav, M wie Martha, X wie Xabo, W wie Wilhelm, ja. I wie Ida, J wie Joachim, ja. G wie Gustav, ja. M wie Martha, X wie Xabo, W wie Wilhelm und so weiter. Also es geht wieder durch. 10 Sekunden, sag mir ein Wort, irgendeins. Ich weiß es nicht. Eins. Ich weiß es nicht. Okay. Oh. Voll versagt. Was war denn deine Strategie bei dem Wort? Gedöns. Oder welche wolltest du denn? Gar keine. Pass okay, auf, ich hätte. Ja? Weiß ich nicht. Ich hätte hier. Also ich hätte Ausschlüsse. About, after, again, below, could. Also ich hätte. Every, first, found, great, house, large, learn, never. Okay. Es sind so viele gewesen, ich konnte nichts ausschließen. Ich hatte keine Ahnung. Okay, ja. Ja, man muss es mit Kombination durchmachen. Das heißt, erste Buchstabe oder die erste Buchstabenzeile durchgehen und dann die Wörter, die noch passen könnten. Dann eine zweite und von denen dann halt eben auch ausschließen. Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Ja. Ich kann nicht mehr denken. Wir probieren das morgen nochmal. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde. Hier beim Bombenräumkommando. Bis dann. Ciao, ciao.